Ahoi, hoi, moin und ein herzliches Willkommen. Ja, wie ihr hört, habe ich investiert in ein neues Mikro. Falls es wen interessiert, in das Blue Yeti, damit ihr nicht mehr zum Ohrenarzt rennen müsst. Ja, und wir haben ein Problem. Wie ihr seht, sind wir nicht mehr in dem Raum, wo es aufgehört hat. Es wäre eigentlich hier gewesen. Das hat den Hintergrund. Und vor allem, es ist repariert. Das Haupthaus ist repariert. Es hat den Hintergrund. Es ist eine Folge dazwischen. In der Folge hat OBS nicht aufgenommen. Beziehungsweise, ich habe wahrscheinlich raufgeklickt und nicht richtig raufgeklickt. Ja, habe ich nicht richtig nach rechts geguckt, da mein zweiter Bildschirm rechts steht. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Ich kann euch sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir haben das Haupthaus repariert. Guckt euch das an, das ist wunderschön. Eigentlich nicht, aber na gut. Wir haben Rex das erste Mal angefüttert. Rex ist der Hund, der hier vorne lang lief. Dort. Hier lief ein Hund lang. Den haben wir, da haben wir Wurst gekauft hier vorne bei ihm, weil wir auch das Apfelmus verkauft haben. Bei ihm. Er hat jetzt, Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? er ist immer so laut. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Dort, er hat 98 mal Apfelmus im Inventar. Das habe ich ihm verkauft. Gab richtig Kohle. Wie man sieht, haben wir jetzt noch 324,85 €. Das Problem ist, wir haben auch wieder ein bisschen was reinvestiert. Und zwar in hier vorne eine Vogelscheuche, weil das soll mehr Erträge bringen. Und in einen Bienenstock. Ja, wie man hört, habe ich einen Frosch im Hals. Ich habe gerade Asthmaspray genommen. Habe eigentlich nicht gedacht, dass das so eskaliert, aber es eskaliert so. So. Das waren eigentlich so die grundlegenden Dinge, die passiert sind. Mehr schafft man in einer Folge ja auch nicht unbedingt. Ich gucke nochmal nach rechts. Nehme ich auch wirklich auf meinem zweiten Bildschirm? Ja, ich nehme auf. Nicht, dass wir da wieder stehen und sagen, oh, zwei Folgen. Wie damals bei The Tenants, wo der Sound so richtig scheiße war. Den Fehler habe ich allerdings auch rausgefunden. Das lag daran, weil ich zwei Tonspuren aufeinander liegen hatte. War mein Fehler. Ja. Aber man lernt nicht aus. Ich lerne mit OBS umzugehen. Ich bin ja noch ganz am Anfang. Aber erstmal einen Schluck trinken. Aber ich muss mich dran gewöhnen. Dieses Mikro ist tatsächlich so gut, das nimmt ja alles auf. Ich kann jetzt nicht mehr heimlich was trinken. Ohne dass ihr das hört. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Gerade geguckt, ob mein Mikro auf stumm ist. Das sah gerade so aus. Ja, muss ich auch an alles gewöhnen hier, ne? So.
Was ist Heuwagen? Das ist aber richtig weit weg, ne, Leute? Och, Mensch. Was ist das? Getreideanhänger. Das ist auch richtig weit weg. Och, warum so, muss das immer alles so weit weg sein? Kann ich da nicht mit dem Bus hinfahren? Fahr mit dem, fahr da mit dem Bus hin. Wobei, wenn ich da mit dem Heuwagen nachher hin... Oh, muss da mit dem Trecker hin, oder? Wie spät haben wir jetzt? 16:58. Vielleicht kann ich schon schlafen. Und ich will immer noch Hühner haben. Ach Mist, ich wollte eigentlich gegoogelt haben, wo man Hühner findet. Tja. Hab ich nicht. So ein Mist aber auch. So. Ich muss was essen, glaube ich. Fisch. Gab's Fisch zum Frühstück? Die Musik hätten sie echt mal ein bisschen leiser machen können, ne? Also ich finde die Musik echt penetrant und aufdringlich. Und sehr anstrengend. Nee, ich wollte zum Trecker. Und ich will Hühner haben. So, meine Mission. Neue Mission, Flügel, das fällt. Hä? Würzige Kürbissuppe. Transport. Ach. Flügel, das fällt. Aber ich kann immer noch nicht sehen. Aber kann man jetzt irgendwo mal hinfahren? So, ich möchte erstmal gucken, wie weit meine Tomaten sind. Ja, ich bin ja jetzt der Tomatenstalker. So. Oh, die sind größer geworden. Guck. Machen noch mal ein bisschen Wasser rein. Ein bisschen Wasser rein. Sind größer geworden. Oh, jetzt sehen sie auch wirklich aus wie Tomatenpflanzen. Schick. Hat man gleich den Geruch von Tomatenpflanzen in der Nase. Wieso ist denn hier? Ach ja, guck mal. Ich habe nämlich hier die Motorsense gefunden. In der letzten Folge noch. Dann habe ich diskutiert, ich möchte aber hier nicht den ganzen Rasen absensen. Und ich frage mich, warum gibt es nicht einfach einen Aufsitzrasen mehr? Map heißt Karte. So. Dorthin wäre man nicht schlecht. Ich glaube, wir fahren mal in die Stadt. Allerdings mit dem Bus. Ich habe da keine Lust. Ewigkeiten. achso. Ewigkeiten hin und her zu kutschen. So. Okay. Schon ein schönes Bild, so. Farmmaschine. Was kostet sowas hier? Ja. Ach so, Geld. Oder du verwendest deine Sozialpunkte für eine Ermäßigung. Ach so, das sind die Sozialpunkte. Ach. Ach so. Ich habe gerade gedacht, das ist nämlich auch das Geld und habe ich mich gefragt, wo ist denn da die Ermäßigung? Ach so. Du kannst ja auch schon ein bisschen was kaufen, wa? Mhm.
Ob hier auch irgendwann mal ein Zug lang fährt? Tschu-tschu. Redberry. Town of Redberry. Aha. Schade, ich dachte, ich kann da durchlaufen. Ach, guck an. Na? Oh, ich kann die gar nicht anschnacken. Was? Nur ihn hier. Guten Tag. Oh. Hallo. Schönes Wetter Schönes heute. Wetter, nicht wahr? Das ist es. Oh. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut, danke. Danke. Wir sehen uns. Wieso stehen die hier auf dem Rasen eigentlich? Was hast du für ein Bart? Two-Face, oder? Was ist das für eine Kirche? Warum kann ich die nicht betreten? Okay. Cool. Okay. Ein Käffchen hätte ich gerne. Ah, Lasst kann ich uns reden. wirklich? Guten Morgen. Lust zu handeln? Absolut. Ah, oh, Pralinen. 5,03 € für eine Tasse Kaffee. Oh, das würde ich ja nie im Leben nicht bezahlen. Kannst ja auch nirgendwo rein, ne? Da ist wieder ein Storch. Und das ist jetzt die Stadt, oder was macht die denn da? Joggt. So, ich bin ja noch nicht drin. Ich habe ja gehofft, dass ich hier meine Chickens kriege. Chickens in der Stadt. Big City Chickens. Was ist das hier, ein Irrgarten? Soll das ein Park darstellen? Entfache Feuerstelle. Ja. Und nun bin ich hier. Und hier ist halt auch gar nichts los, ne? Ah, Menschen. Was macht ihr da? Oh, was für eine schicke Brille du aufhast. Anthony. Alle auf dem Fleck. Gab's da was umsonst, oder? Einzelnes Häuschen. Was machen die da? Oh, hier angeln die. Cool. Wir reden später. Warum? Ich will jetzt mit dir reden.
Ich bin beschäftigt. Das sehe ich nicht. Ich bin beschäftigt. Echt? Ich bin beschäftigt. Ach so. Soll ich dir mal die Fische verjagen? Kann ich die nicht mit der Hand fangen? Kann ich nicht, schade. Was machst denn du da? Fängst doch eh keinen. Ja, jetzt will ich nicht mehr mit dir reden. Jetzt ist ja langweilig. Ach, was guckt ihr da in die Richtung? Was ist denn da los? Was ist denn hier? Das ist schon ein merkwürdiges Spiel, ne? Also die NPCs sind schon ein bisschen... Oh. Also meine Quest ist, erneuere deinen Hof komplett. Ich möchte meinen Hof nicht komplett erneuern. Ich möchte Hühner haben. Hühner. Manu. Verkauft mir denn niemand seine Hühner? 1, 2 Hühnchens. Feuerstelle. Kann ich da rüber springen? Ja. So. Ah, sieht so ein bisschen aus wie Jakobskreuzkraut. Das ist nicht so gesund für Pferde. Habe ich eben so auf den ersten Blick gedacht. Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ist das mein Hof? Gehe ich jetzt zu meinem Hof? Aber ich habe doch was anderes markiert. Hä? Das ist mein Hof, ne? Ja, das ist mein Hof. Tatsächlich. Okay. Oh, ich habe mich gerade gedacht, was macht der denn hier? Ja. Eine Vogelscheuche, ne? So, da waren wir in dieser Folge sehr produktiv, wa? Ich wollte gerade sagen, was macht der Storch da auf dem Dach? Kinnas. Ich möchte Hühner haben. Ich habe gedacht, ich finde ja Hühner. Hühner. Naja, wir können ja noch mal gucken, dass wir hier das Ding ja fertig kriegen. So, das Dach hat ist ja schon repariert. Das haben wir ja schon fertig gemacht. Duck. Den auch noch. So. Und 4. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, wann die Musik kommt und wann die Musik nicht kommt, ne? Mal ist sie da und mal ist sie auf wundersame Weise verschwunden. So.
Eins, zwei, drei, vier. So. Das noch. Das noch. Das. Ach ja. Ich glaube, oh, da oben noch. Wie sollen wir denn da hinkommen, Mensch, Leute? Und die Tür noch? Kann ich hier, oh, da kann ich tatsächlich eine Dings drauf bauen. So. Ach nee, guck an. Mit Dosenfisch. Da. Kann ich dann alle auf einmal reparieren? Oh ja, tatsächlich. Oh, die Scheune ist repariert. Sehr schön. Ich glaube, ich lasse das hier so stehen, das Gerüst, weil dann komme ich da oben nämlich hin. Haha, schlau, schlau. So, ist die Scheune auch repariert. Da waren wir doch ein bisschen produktiv. Kann ich schon ernten? Manu, ich kann mir auch keinen zweiten Bienenstock leisten. Wie spät ist das denn? 8.39 Uhr. Ja, jetzt schlafen gehen wir auch schon ein bisschen unnötig. Ich habe ja eigentlich das Rüben- und Kartoffel-DLC gar nicht. Warum ist das trotzdem hier? I don't know. So. Ach so, hier und die Tore haben wir in Metall gemacht. Damit wir die nachher wieder in Holz machen können. Aber das sieht schön aus. Tack. Das sieht nämlich auch schöner aus. Find ich zumindest. Das sieht richtig nach Kuhstall aus im Gegensatz zu Holz. Also sonst wird das ja so aussehen. Aber ich finde, das in Metall sieht schon wirklich schöner aus. Außerdem ist das auch pflegeleichter. Wenn die Kuh da doch mal gegenkackert, ist das so pflegeleichter. Kann ich auch andere Dinge hier erneuern mit Metall? Ja, die Tür kann ich wahrscheinlich wieder mehr erneuern, aber das will ich jetzt nicht. Kann ich da durchfallen? Nö. Aber dann sehr breiten Gang. Gang. Tack. Tack. So, haben wir das auch erledigt? Das Türchen hier ist auch. Ja, das sind immer so Dinge, die macht man irgendwie so. Ach ja, das könnte man nochmal machen. Mensch, das stört mich irgendwie nochmal. So, guck mal jetzt. Ach, das sieht doch viel schöner aus, wenn das neu ist, ne? Kann man das auch als Holz machen? Oder müsste ich wahrscheinlich Holz kaufen? Und dann könnte ich vielleicht auch Holz machen, weil ich finde, das sieht halt nun mal echt nicht schön aus. Der Maschendrahtzaun. Nicht hübsch. Aber ich lasse das jetzt so. Der Rest fällt jetzt erstmal nicht in mein Blickfeld. Oh nein, das aber. Aber lass das jetzt trotzdem erstmal so. Weil den Rest können wir in der nächsten Folge machen.
So, und dann sage ich erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und ja, das Mikro bleibt jetzt erstmal, ihr müsst nicht mehr zum Ohrenarzt rennen. Keine Sorge. Tschüss.